Hallöchen, hallöchen, meine lieben Freunde, und damit. Ich wollte gerade eigentlich meine Leute begrüßen. Ja, willkommen zu einer neuen, VR-Video. Wir spielen Tumble VR, recht einfacher Name. Ich würde sagen, wir gehen mal eben rein. Ich weiß nur gerade nicht, welchen Motion Controller ich benutzen muss. Erstmal gar keinen. Ja, ich sage gleich ein paar Dinge. Hochbau. Ah, ich sollte die Motion Controller vielleicht verbinden. Das wäre eine gute Idee. Moment. Unprofessionell. Neuer Test wird eingeleitet. Jetzt haben wir es. Menschliche Testperson entdeckt. Hallo. Testumgebung. Ja. Stelle die Testaufsichtsdrohne der menschlichen Testperson vor. Hallo. Hallo. Ich bin die Testaufsichtsdrohne. Hallo, Testaufsichtsdrohne. Ich werde diesen Test durchführen. Okay. Bitte schau nach rechts. Check. Hi. Bitte schau nach links. Check. Der ist ja putzig. Der ist ja süß. Kann ich den haben? Menschliche Testperson ist fühlendes Wesen. Ja, stimmt. Bitte schau auf das Teststeuerungsobjekt. Check. Pink. Du siehst, es ist identisch mit dem Controller, den du in der, Anführungszeichen, Realität in der Hand hältst. Das ist richtig, ja. So sieht er auch. Den Controller zu bewegen. Hui. Wie du siehst, gibt das Teststeuerungsobjekt deine Bewegungen exakt wieder. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wird der Controller aus dem gültigen Testbereich bewegt? Es bringt! Okay, nein, das nicht. Das wär's, wenn das. Check. Oh! Initiiere Testobjekt. Ein Block? Ein Block. Wow! Ein Block, ne? Gib den Block auf, indem du auf ihn zielst und die T-Taste gedrückt hältst. Schwenk den Controller nach links oder rechts, um den Block zu drehen. Hallo, Block. Au. 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 Okay, ich hör auf. Wenn du den Controller nach oben oder unten schwenkst, drehst du den Block auf dieser Achse. Check. Mhm. Ja, okay. Menschliche Testperson besteht den Blockmanipulationstest. Ich bin Glück. Grundlagen. Ah. Du musst deinen Turm immer auf einer Bauplattform bauen. Check. Auf Regeln der für Bauplattform bestätigt. Mhm. Halt die Move-Taste gedrückt, um den Drehmodus zu starten. Mit gedrückter Move-Taste bewegst du den Controller nach links und rechts, um den Turm zu drehen. Praktisch. Halte die Move-Taste gedrückt und bewege den Controller auf und ab, um den Turm zu heben und zu senken. Cool. Senken. Erheben und senken. Den Controller nach oben oder nach unten? Ja, unten. Ich darf ab. Kluges Köpfchen, ha? Jetzt doch. Ja, denk schon. Mhm. Können wir jetzt anfangen? Um den Test für Testpersonen interessanter zu machen, haben wir als Anreiz Fortschrittsobjekte eingeführt. Wir nennen sie Medaillen. Boah. Sammle so viele Medaillen wie möglich. Du musst sie nicht alle sammeln. Es soll Spaß machen. Medaillen machen Spaß. Medaillen sind toll. Versuche in diesem einfachen Level die Medaillen zu erhalten. Alles klar. Werde ich tun. So, also, wie es der eine oder andere vielleicht schon bemerkt hat, man muss hier. Aua, warum werde ich hier jetzt. Sag mal. Baut es doch da drauf. Warum? Was hast denn du hier für Probleme? Wie es der eine oder andere schon bemerkt haben sollte, dürfen wir hier Türmchen. Ja, GG. Warum darf ich eigentlich nicht weiter runter? Das ist echt dumm. Also ich habe das schon mal gespielt. Dürfen wir hier ganz, ganz tolle Türmchen. Warte, ich rutsch wieder ganz normal hin. Warum nicht? Ich dürfte früher weiter. Warte mal. Komm mal hoch, Tisch. Lass mich das nicht dauernd nervt mit dem Ö, du darfst da nicht hin. Auf jeden Fall, halt jetzt die Fresse. Auf jeden Fall habe ich das schon mal gespielt. Und generell waren ja diese Wochenende ein paar Freunde da, weil ich habe meinen Geburtstag gefunden, habe ich mir dann noch so ein paar andere VR-Videos angeguckt, wo ich jetzt noch ein paar Videos zu machen will. Und das hier war auf jeden Fall eins davon. Ist jetzt gerade nur die Demo, aber ich kann mir...
Ja, ich kann mir vorstellen, das Spiel zu kaufen, das kostet auch nur 10 Euro und davon mehr Videos oder sogar einen Stream zu machen, weil mir das, finde das Spiel echt cool, so ein Puzzle-Spiel. Level 2. Ja, wenn ihr dazu Lust habt, dass es zu diesem Spiel eventuell ein komplettes Let's Play Ziel gibt. dieses Levels ist es, mit den vorhandenen Blöcken so hoch wie möglich zu bauen. Wenn ihr euch. Bronze, Silber und Goldmedaillen sind für viele Levels verfügbar. Die Ja. Schwierigkeit steigt von Bronze zu Gold. Ja. Also, wenn ihr da auf jeden Fall Bock hättet, dass wir das komplette Spiel Let's Play und nicht nur die Demo, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Dass ich es weiß, ob ich es mir kaufen soll oder nicht. Wie gesagt, ist jetzt nicht so teuer, aber wäre halt gut zu wissen, wie wo war es. Aber ich denke, ich werde es mir schon holen. Aber wenn ihr da nochmal Bock drauf habt, ist nochmal gut, wenn ihr mir das unten in die Kommentare schreibt. Denn wir bauen hier gerade einen sehr, sehr hohen Turm, wie ihr seht, was natürlich für mich absolut kein Problem darstellt. Übrigens ist hier rechts ein geheimer Block. Aha, komm mal her. Ich sehe dich. Komm, komm her. Hallo? Irgendwie, halt, es geht's ging's, oder? Hallo? Warum? Also, beim letzten Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, hat das viel besser funktioniert. Das ist gerade auch ein bisschen nervig. Bis um 11. Jetzt fällt der Turm komplett zusammen und dieses Teil da rechts kriege ich auch nicht. Warum ist das Spiel gerade böse zu mir? Das ging letztes Mal viel, viel besser. Da bin ich auch ein bisschen weiter hinten gesessen. Das gefällt mir jetzt halt doch schon ein bisschen besser. Ich kann mich jetzt wahrscheinlich in der Cam nicht mehr sehen, aber das ist mir jetzt halt echt egal. Ich will, dass dieses Spiel gut funktioniert. Ich bin eh hässlich. So. Und. So, jetzt mal ganz langsam. Ich will fucking Gold. Ich gehe hier nicht raus, bevor ich kein Gold habe. Okay. Nein. Okay, wir nehmen das später. Da hätte ich den noch früher setzen sollen, weil der echt groß ist. Okay, jetzt machen wir das Glasding. Jetzt das hier. Oder wir nehmen. Ne, wir müssen das jetzt nehmen. Oder reicht es, wenn wir. Warte mal eben. Ah, dann müssen wir das auf jeden Fall hochkant setzen. Das ist echt nicht einfach, das hochkant. Außer natürlich, man fast kriegt es richtig zu fassen. Wie jetzt. Ja, wir haben ein Türmchen gebaut. Nein! Okay. Neue Strategie, sonst wird das nichts. Sonst, so, du kommst jetzt erstmal. Jetzt kommen erstmal die Fetten und die Langen kommen alle zum Schluss. Weil ansonsten wird das nie was. Ansonsten sitzen wir hier übermorgen noch. Und das will ich euch nicht antun. Komm her. Nein! Oh, bitte, was? Sieht ein bisschen wackelig aus. Vielleicht bin ich den hier noch ein bisschen. Ja, toll. Danke. Bitte komm ein bisschen hoch. Tisch. Das Spiel beschwert sich nämlich wieder, dass ich außerhalb des Spielbereichs bin. Moment mal. Bisschen zurück. Das gefällt mir ein bisschen besser. Schauen wir doch mal. Komm mal her. Okay. Okay, jetzt noch das hier. Dann haben wir es geschafft. Jetzt muss er nur stehen bleiben. Das ist echt sehr deprimierend gerade. Weil ich halt weiß, dass es schon mal gut funktioniert hat. Und jetzt ist es halt. Ist doof! Gerade. Ist doof. Und warum kommt eigentlich der Block da hinten nicht? Das verstehe ich halt auch nicht. Ich sehe dich nämlich. Ah, jetzt. Okay, warte mal. Mach das mal. Wir fangen nochmal neu an. So. Fangen wir mit dem hier an. Dann machen wir den roten. So. Dann machen wir doch gleich mal so ein. Was soll das letzte Mal nicht funktioniert? Obwohl, wir müssen jetzt echt mal.
schauen. Aber das Spiel macht mir echt Spaß. Also so ein bisschen Türmchen zu bauen, die Stuhl. Ich hatte schon irgendwie Bock auf das komplette ganze Spiel. Wackelt das eigentlich? Ne, das sieht eigentlich noch stabil aus. Die Turnung liegt ganz klar auf noch. Wir sind nämlich bei weitem noch nicht oben. Jetzt nehmen wir das hier. Ja. Wir sind gleich oben, liebe Kinder. Nein, oh Gott. So, jetzt bitte, bitte bleib stehen. Bitte bleib einfach stehen. Yes! Oh, Halleluja, das war deutlich, deutlich schwerer als im letzten Mal. Nice, 214 cm. Ich glaube, Höhe kriegst du den kaum noch. So, nächstes Level. Das hat jetzt mein Kumpel gespielt, der da war. Also das Level habe ich jetzt selbst noch nicht gespielt, aber... Hui! Level 3. Deckung? Das ist ein Zerstörungslevel. Das Ziel ist es, den Turm umzuwerfen und so viele Punkte wie möglich zu erhalten. Du hast 3 Minen, um den Turm zu zerstören. Mhm. Zeige dahin, wo eine Mine hin soll und drücke die T-Taste. Man kann hier ein bisschen die Dinger drehen. Was aber nicht viel bringt, außer dass ich Kopfschmerzen bekomme. So, wir dürfen jetzt nämlich aussuchen, wo wir unsere Minen platzieren. Machen wir nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwie groß berechnen kann, wo was hingeht. Aber ich mache es einfach mal so und YOLO. Mhm. Zünde die Minen mit der T-Taste. Boom! Jeder Block, den du vom Turm wirfst, bringt Punkte, abhängig davon, wo er landet. Je weiter die Blöcke wegfliegen, umso mehr Punkte bekommst du. Vielleicht kriegst du auch alle da raus, aber ich glaube, das ist gar nicht möglich. Alter, ich bin voll der Pro. 1540 Punkte. Ich bin ein Profi. Wenn es um kaputt machen geht, bin ich ein Profi. Ich bin echt weit weg vom Tisch, kann das sein? Du hast eine Goldmedaille. Ihr seht mich noch. Ich schwöre euch nicht, ihr seht mich noch. So, dann gibt es jetzt noch ein Level. Dann ist die Demo auch schon vorbei. Aber ich glaube, ich habe mir das Spiel um, weil das macht eigentlich echt Spaß. Level 4. Gut reflektiert. Das ist ein Lichtlevel. Mhm. Okay. Mit den Spiegelblöcken kannst du den Strahl umleiten. Okay. Wir dürfen jetzt hier Licht umleiten. Bitte dreh das noch ein bisschen. Leider weiß ich schon, wie es geht, aber dadurch geht es halt auch ein bisschen schneller. Aber ich kann mir tatsächlich das komplette Let's Play vorstellen, weil es macht echt Spaß. Und das wird halt bestimmt noch anspruchsvoller. Gibt es jetzt 70 Level. Wir sind jetzt gerade bei Level 4. Also, es wäre schon interessant zu sehen, was da noch so kommt. Ich möchte es eigentlich nicht so verschieben, ohne dass du groß... Nein. Ja. Lichttafeln leuchten nur mit dem richtigen Farbstrahl auf. Wir brauchen einmal den blauen Farbstrahl. Und einmal den grünen. Leite den Strahl zur Lichtempfangseinheit. Habe ich das nicht hübsch gemacht? Bin stolz auf mich. So. Jetzt gehen wir hier wieder runter, wie wir da hinten hochgegangen sind. Einmal. Und. Dreh das noch. Dreh dich! Please! Ja, so oder so ähnlich. Ja, so. Nein. Gib mir irgendwas, womit ich arbeiten kann. Danke. Das Grüne da oben ist halt einfach wundervoll. Da ist es echt wörtlich, das Grüne da. Ja, und es gibt ja wieder neu kalibrieren, Neustart oder kaufen. Also, wir sind hier meine Demo angelangt. Wie gesagt, Spiel kostet, wir können ja mal eben in den PlayStation Store gehen. Spiel kostet 10 Euro, hat insgesamt 70 Level. Also, ich hätte da schon Bock drauf. Also, mir hat es bis jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht. Wo ist denn der Controller? Da. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, das werde ich mir holen und ein bisschen Let's Playen. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe gar keinen Bock, dass dazu ein großes Let's Play in den Stream kommt, dann spiele ich euch selber ein bisschen. Weil, das hat echt Spaß gemacht. Also, das war echt cool. Hier steht's.
mehr als 70 Leveln, in denen du balancieren, bauen und zerstören musst. Da werden deine physischen und deine mentale Ausdauer ganz schön auf die Probe gestellt. Ja, vor allem dann noch in VR. Könnte mir auf jeden Fall ein Let's Play vorstellen. Hätte auf jeden Fall Lust drauf, es nicht zu verkennen. Und ja, schauen wir mal. Hab, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr da Lust drauf? Ich habe eigentlich schon Lust drauf. Und ja, dann würde ich sagen, bevor ich jetzt noch ewig weiter laber, beende ich das Video mal. Das war, by the way, alles in dieser PlayStation VR Demo. Das liegt hier irgendwo die Verpackung nicht gerade rum. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich sehr am Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Links zur ersten Folge oder zur PlayStation VR Playlist in der Beschreibung, in der Endcard und zum Kanal auch. Alles was ich mir links auch in der Beschreibung wünsche euch noch mal einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Außer, tschüss, silly.